Ja, herzlich willkommen zu einer Folge Fischkopf TV. Hier ist euer Fischkopf und wir spielen weiter Planet Base. Und ich weiß gerade nicht, was wir zuletzt gemacht haben. Ist das schlimm? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben hier diese Mine in Auftrag gegeben und wollten hier so ein paar Erze sammeln. Und das ist sehr gut, denn wir brauchen Erze und wir brauchen Bioplastik. Oh, wir haben jetzt auch, hier ist was dazugekommen, Stärke. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Können wir hier die Kuppeln abnehmen? Hier wird also Stärke angebaut, hier wird irgendwas repariert. Und hier wird, glaube ich, genau, im Essensfertiger wird Essen gemacht. Und da wir ja auch anscheinend hier irgendwo Fleisch machen. Wo haben wir nochmal Fleisch gemacht? Wo wird nochmal Fleisch gemacht? Hier wird Bioplastik gemacht. Hier wird Metall prozessiert. Und hier wird... Warte mal, wo? Jetzt habe ich das vergessen ein bisschen, ne? Ich habe das leider vergessen. Können wir das hier irgendwie in Auftrag geben? Nee, das war... Das, die Aufbereitungsanlage. Und im Biodom... Im Biodom machen wir halt die einzelnen Pflanzen. Wo war denn das nochmal, Leute? Es ist... Oh, die Mine wurde gebaut. Sehr gut. Ich glaube, das Fleisch wird auch hier gemacht, oder nicht? Aus Stärke, oder nicht? Ja, ja. Okay, was sagt die Mine? Was sagt die Mine? Die holt jetzt Zeug. Und dann haben wir hier den Metallprozessor, der macht Metall. Und dann haben wir hier den Bioplastikprozessor, der macht Bioplastik. Das heißt, es sieht einigermaßen gut aus. Die Essensvorräte gehen so ein bisschen runter. Ich frage mich, warte mal. Hier ist, was bedeutet das hier? Enthält Mahlzeit. Enthält Gemüse. Enthält Gemüse. Enthält Mahlzeit. Wird produziert? Null. Und warum? Wir haben hier Gemüse und Gemüse und Gemüse und Gemüse. Warte mal, vielleicht habe ich irgendwas vergessen zu bauen. Es ist alles möglich. Aufbereitungsanlage haben wir. Biodom haben wir. Lager könnten wir mal bauen. Ich habe gehört, das ist gut, wenn das mittig ist. Und da wir uns ja wahrscheinlich nach hier ausbauen werden und auch ein bisschen nach da, ist, glaube ich, hier ein Lager gar nicht mal so schlecht. Wollen wir das mal bauen? War das hier ein Lager? Ist das hier? Nee, das ist eine Aufbereitungsanlage. Hier ist ein Lager. Können wir das hier hinbauen? Nein, es passt hier nicht hin. Es passt hier nicht hin. Hier passt es hin. Ist es hier gut? Ja. Ich behaupte einfach mal ja. Haben wir noch genug Strom? Ja, Strom haben wir noch einen Sack voll. Wie sieht das mit dem Wasser aus? Wasserextraktor läuft. Wie es aussieht. Oh, nein. Da möchte ich immer draufdrücken. Das wollte ich aber... Oh, ausgemacht. Ja, die Steuerung, ne? Da muss man sich ein bisschen gewöhnen. Was haben wir denn noch? Ein Labor. Haben wir schon ein Labor gebaut? Haben wir nicht. Haben wir nicht. Und da können wir das synthetische Fleisch herstellen. Siehst du mal. Siehst du mal. Okay. Ja, wir bauen alles im Moment noch relativ klein. Können wir das hier irgendwo... Können wir das... Hier, wieso passt das hier nirgendwo hin? Hier passt es ja sowieso nicht hin. Hier könnten wir erweitern. Ich hätte es halt gerne direkt neben dem Biodom, ne? Aber dann hauen wir es halt direkt neben quasi... Warte mal, so? Hier so? Neben das Essensding. Wir machen dann eine Verbindung. Siehst du mal. Okay, dann machen wir auch Fleisch. Fleisch. Es ist kein echtes Fleisch. Es ist, und das finde ich interessant, dass man hier, ich meine, die hätten ja auch irgendwie einbauen können, dass man hier irgendwie Kühe züchtet und die dann kaputt macht, aber anscheinend waren das Vegetarier, die das hier gebastelt haben. Finde ich gut. Ey! Okay, das war gefährlich. Was können wir denn noch Schönes bauen? Im Moment läuft's ja, ne? Wir produzieren Bioplastik, wir produzieren... Naja, noch produzieren wir, glaube ich, kein Stahl, aber wir haben schon mal Erz. Guck mal, Metallprozessor. Was braucht er noch? Betrieben von Arbeitern. Und er braucht Erz. Haben wir keine Arbeiter, oder was? Oh, guck mal, die Schleuse ist ganz schön weit weg. Müssen die von der Mine nach ganz hier hinten zur Schleuse laufen, bis sie dann hier reinkommen können, um das Zeug hier reinzubringen? Das finde ich nicht gut. Das bedeutet für mich, neue Luftschleuse genau hier. Das ist wichtig. Sonst müssen sie sich ja mit dem Wolf laufen. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. So, wo hatten wir das Lager jetzt hingebaut? Hier. Ach, das hat noch gar keine Verbindung. Okay, jetzt hat es gleich eine Verbindung. Immer aufpassen. Verbindungen bauen, Leute. Das ist eine, das steht ganz oben auf der Liste. So. Eine grundlegende Krankenstation.
Sackgasse. Diese Struktur kann nur eine einzelne Verbindung haben. Okay, das heißt, wir bauen das irgendwo. Am liebsten möchte ich es hier reinbauen. Es geht nicht. Hier geht auch nicht. Können wir es hier irgendwie ins Abseits bauen? Ja, ne? Und das möchten wir auch. Das möchten wir auch gerne. Hier rein. So. Verbindung. Es ist halt interessant, ab wann der Punkt ist, wo wir dann neue Leute holen können. Guck mal, im Moment, wir erschaffen hier gerade Essen. Es läuft jetzt mit dem Essen. Obwohl das Labor noch nicht da ist. Das heißt, man braucht auch nicht unbedingt das komische Fleisch. Siehst du mal. Und das heißt Retortenfleisch. Und Retortenfleisch hört sich für mich so komisch an. Generell das Wort Retorte. Was soll das? Naja. Wollen wir uns mal jetzt nicht aufregen. So, wir haben hier ein Multidom. Multifunktionales Freizeit- und Fitnessgebäude. Brauchen wir sowas jetzt schon? Kontrollzentrum. Ort, an dem die Überwachungs- und Kommunikationsstrukturen gesteuert werden. Das finde ich sehr interessant. Das möchte ich haben. Einfach nur, weil ich es kann. Können wir das hier... Wollen wir das hier hinbauen? Sowas? Verbindung. Verbindung. Was kostet eigentlich so eine Verbindung? Weiß ich nicht. Oh, wir haben nicht mehr so viel Erz, ne? Weil das Ding hier auch nicht gebaut wird. Kann man hier Prioritäten setzen? Kann man sagen, ey, das ist jetzt total wichtig, bau das mal bitte. Sieht nicht so aus. Das wäre eine sehr, sehr gute Idee. Wie ich finde. Oh, die haben echt viel zu tun, die Leute hier, ne? Die müssen den ganzen Scheiß hier ins Lager bringen. Na, immerhin ist es jetzt hier, ne? Kann man da noch was reinbauen? Nö. Meteoreinschlag auf Verbindung. What? Hier oder was? Sehr schlecht. Ja, okay, aber hier sind ja noch Verbindungen. Alles cool. Okay, cool. Luftschleuse wurde gebaut. Na, endlich! Der Durchgang fehlt noch. Aber der wird auch gerade fertig gemacht von unserem kleinen Roboter hier. Der ist übrigens bald kaputt. Nicht cool. Wie ist eigentlich die Sauerstoffsituation? Können wir die irgendwo nachgucken? Wahrscheinlich dann hier in unserem neuen Gebäude, ne? In dem neuen Kontrollzentrum. Oh, Labor. Klein. Alles klar. Ich möchte gerne das hier... Wofür ist das hier eigentlich? Ein Ort, an dem ein Sanitäter Arzneimittel herstellen kann. Okay, da haben wir noch sehr viele von. Aber hier wird Retortenfleisch hergestellt. Das möchten wir gerne. Retortenfleisch? Ist es jetzt eine Torte oder ist es Fleisch? Ich weiß es nicht. Okay, wir können ja schon mal die Arzneimittel auch fertig machen, oder? Warum nicht? Wir haben es ja. Krankenstation wurde gebaut. Die Verbindung fehlt aber noch. Deswegen können wir das Ding noch nicht bauen, oder was? Er ist ja gleich fertig. Ich glaube, hier nach außen brauchen wir auch mal langsam eine neue Luftschleuse. Und hier können wir jetzt ein Krankenbett bauen. Dann machen wir erstmal eins, damit schon mal eins drin ist. Und dann können wir ja nochmal gucken. Weil ich glaube, noch haben wir nicht wirklich großartig kranke Leute. Und hier werden die Ressourcen immer mehr, ne? Wow. Was ist jetzt dazu gekommen? Gemüse und Essen hatten wir schon. Erz, okay. Metall, Stärke, Bioplastik. Wir könnten auch ein bisschen mehr Stärke haben. Ich glaube, das Biodom-Ding hätten wir auch gleich viel größer bauen können, ne? Es ärgert mich ein bisschen. Es ärgert mich ein bisschen. Ich glaube auch generell... Ich glaube auch generell hier, es ist nicht so cool gemacht, wie wir das hier gemacht haben. Der Aufbau ist so nicht in Ordnung. Aber es ist ja immer noch ein Testlauf, ne? Es ist immer noch ein Testlauf, ne? Können wir eigentlich mal... Sollen wir eigentlich mal so eine Landestation bauen? For the fuck of it. Hier, Landeplatz. Wassertank. Wassertank könnten wir auch mal bauen, ne? Wollen wir das mal machen? Ein Wassertank. Warum nicht? Machen wir gleich einen großen? Oder erstmal einen kleinen? Machen wir erstmal einen kleinen. Den können wir hier auch nicht reinbauen, ne? Ah, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. So, Verbindung. Sollte man machen. Weil wenn mal eine kaputt geht, dann ist das nicht so schlimm. Guck mal, hier wird gerade repariert. Das finde ich sehr, sehr gut. Es ist Georgian D. Randall. Ingenieur. Oh, dem fehlt Wasser. Warum das denn? Digga, dir fehlt Wasser. Warum? Wo willst du denn jetzt hin? Du willst den hier reparieren? Aber ich denke, du hast Durst. Ach, das wird schon gelb, noch bevor er nur noch halb voll mit Wasser ist. Ach, er wollte ihn gar nicht reparieren. Der ist unglücklich. Der ist unglücklich. Oh nein.
Okay, das bedeutet für mich, wir brauchen eine Bar. Definitiv. Ist ja wohl klar, oder was? Können wir die beiden verbinden? Jo. Zack. Zack. Und ich hätte gerne nach hier draußen, irgendwie hätte ich gerne noch eine... Hätte ich gerne eine Luftschleuse. Auch wenn die hier sich... Warum rennen die hier eigentlich rum? Weil sie hier die Kisten hinschleppen, ne? Wobei, die Luftschleuse ist gar nicht so weit weg. Wenn wir hier noch irgendwas machen, was interessant ist, machen wir hier noch eine Luftschleuse hin, okay? Kann mal jemand diesen CNT-2-Bauboard reparieren, bitte? Und wieso bist du eigentlich unglücklich? Weil du noch keine Bar hast. Ich versteh's. Brauchen wir ein zweites Biodom? Brauchen wir ein zweites Biodom? Also mit dem Bioplastik, das läuft ja nicht besonders schnell, ne? Können wir hier... Wo wird nochmal das Bioplastik hergestellt? Hier. Okay, pass auf. Dann machen wir jetzt hier noch ein zweites Bioplastik-Ding. Und noch ein Erz-Ding hin. Wobei, so viele Erz kriegen wir ja jetzt hier nicht, ne? Ist egal. Machen wir trotzdem. Und dann bauen wir noch ein... Wie viel... Wir haben jetzt kaum noch Zeug, ne? Wir brauchen noch ein Biodom, Leute. Und dann geben wir aber alles aus, was wir noch haben an Ressourcen. Scheiße. Ein großes können wir auch nicht bauen. Können wir das... Ja? Hm. Okay. Jetzt können wir die Verbindung nicht bauen. Scheiße. Okay. Ach, hier wird generell gar nichts mehr gebaut. Oh, oh. Okay, lass uns mal die Geschwindigkeit hochdrehen. Es ist ja auch Nacht. Es ist ja auch Nacht. Vielleicht machen die Leute Pause. Guck mal, hier pennen alle. Die beiden Roboter sind im Arsch. Leute werden unfreundlich, wollte ich gerade sagen. Unzufrieden. Die haben diesen müde. Was ist denn los, Leute? Hm. Huh. Was haben wir denn hier noch für Ressourcen? Das hier sind Ersatzteile, Mahlzeiten und die Arzneimittel. Sonst haben wir nichts. Ja, Leute, ihr müsst mal hier Sachen machen. Ich glaube, wir hätten früher so einen Landeplatz bauen sollen, bevor wir hier das ganze Zeug nochmal ausgearbeitet haben. Weil jetzt haben wir nur noch 2 Erz und 4 Bioplastik und keine Sau sammelt Erz in der Mine. Es ist... Ich glaube, wir müssen abwarten. Ich glaube, wir müssen abwarten. Oder? Oh, guck mal, jetzt geht der Strom wieder an. Die Stromsammelgeräte. Jetzt müsste das ja eigentlich voll laufen, oder? Was meint ihr? Sammeln wir genug? Oh, kaum Sonne, kein Wind. Jetzt kommt ein bisschen Wind dazu. Oh, jetzt wird es wieder ein bisschen voller hier. Alles klar. Ja, ich glaube, Strom haben wir en masse. Oh, jetzt hat hier was gemacht. Was macht ihr, Jungs? Und Mädels. Der hat hier, glaube ich, gerade Metallzeug reingetan. Okay. Ja, wir haben halt zu viel Baustellen und zu wenig Ressourcen, Leute. Zu viel Baustellen, zu wenig Ressourcen. Immerhin haben wir noch ein bisschen was zu essen. Das ist gut. Aber ansonsten ist hier so ein bisschen Stillstand, ne? Oh, das ärgert mich. Wir können nichts machen. Wir können nur zuschauen und hoffen. Mal, die holen jetzt hier die Sachen rein. Ihr könntet ruhig mal in der Mine arbeiten. Oh, guck mal, wie viel hier an Essen rumliegt. Wollt ihr das vielleicht ins Lager tun oder so? Metallprozessor wurde gebaut. Ja, das bringt uns ja jetzt nicht so viel. Solange wir hier keine Erze reinkriegen. Es arbeitet echt nur einer da drin, ne? Kann man das irgendwie sehen? Was heißt das hier? Priorisiere die Arbeit in dieser Struktur. Haha! Haha! Okay. Na, siehst du mal. So, und wo bauen wir jetzt nochmal... Wo machen wir jetzt nochmal Gewebe? Das hier macht Arzneimittel. Wo ist denn die Aufbereitung... Ach, warte mal. Haben wir gar keine Aufbereitungsanlage? Das ist die Aufbereitung. Ah ja, Entschuldigung. Ich habe mich vertan. So, und hier müssen wir auch priorisieren. Okay, cool. Also gibt's das.
Also gibt's das. Das finde ich gut. Oh, guck mal, wie unzufrieden der hier ist. Können wir nochmal die Zeit... Entschuldigung, können wir nochmal die Zeit ein bisschen zurückfahren? Wieso bist du so unzufrieden? Ist bei Mahlzeit. Du willst eine Bar haben, ne? Wo ist eigentlich der Fernseher hin? Der Fernseher ist weg! Der Fernseher, hier war doch ein Fernseher! Jetzt müssen wir einen neuen bauen. Vielleicht, weil wir da eine Verbindung gebaut haben? Oh mein Gott. Ja, jetzt sind natürlich alle unzufrieden, weil der Fernseher nicht da ist. Bauen wir noch eine Pflanze hin. Okay. Okay. Alles klar. Und wird hier prioritisiert gearbeitet? Oh, Alter, wie unzufrieden der hier schon wieder ist, ne? Der hier ist aber zufrieden, oder was? Oh, bei dem ist alles gut. Und du? Heulst hier rum, oder was? Guck mal, wie viel Essen wir haben. Wir haben viel zu viel Gemüse. Wir haben viel zu viel Gemüse. Kann man aus Gemüse noch irgendwas machen? Nee, ne? Aber wir könnten, was wir noch machen könnten, ist, was wir jetzt natürlich nicht direkt bauen können, aber wir könnten noch einen Essensfertiger machen. Irgendwann. Wenn wir wieder Ressourcen haben. Wir brauchen definitiv mehr Menschen hier, Leute. Wir könnten es ja schon mal planen, zumindest das Ding. Wir könnten es ja zumindest schon mal planen. Wegweiser. Meteorabfanglaser. Wie geil ist das denn? Landeplatz. Hier ist ein Hügel. Das habe ich ja überhaupt nicht erkannt. So, Landeplatz. Verbindung. Da muss wahrscheinlich, weil das hier nur so eine Verbindung ist, muss hier dann wahrscheinlich wieder eine Luftschleuse hin, ne? Es geht nicht. Wenn ich sie hier hinbaue, können wir nach da nicht mehr ausbauen, Leute. Kacke! Schiedero, da müssen wir hier noch irgendwas hinbauen, was wir gut finden, womit wir noch, wo wir noch weiterbauen können. Weil ich glaube, warte mal, an der Luftschleuse war das doch so, dass man nur noch zu einer Sache hinbauen kann. Sackgassen-Style. Verstehst du? Und dann können wir hier nicht einfach so das Ding bauen. Oh je, oh. Oh je, oh. Okay, wie sieht's denn aus hier? Immer noch zwei Erz. Das Ding kriegt hier schon, also zwei Metall meine ich, das Ding kriegt hier schon was. Aber es ist nicht so richtig hart am Arbeiten, ne? Scheiße. Ich weiß nicht, woran das liegt. Und warum haben wir immer noch nur zwei Erz? Metall meine ich. Wahrscheinlich, weil sobald was fertig wird, wird es dahin gebracht, wo als nächstes was gebaut wird. Kann das sein? Spannung bleibt. Okay, jetzt gehen hier ziemlich viele Leute Erze holen. Das ist gut. Und ich glaube, was gut wäre, wir haben hier... Ach nee, wir haben zwei Sachen mit Stärke. Wir haben halt nur drei Stärke, ne? Da kann man auch nicht so richtig viel Bioplastik draus machen. Oder? Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass wir zu wenig Arbeiter haben. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Okay, dann würde ich sagen, Leute, war es das für diese Folge. Ich lasse zwischen dieser Folge und der nächsten Folge noch ein bisschen Zeit vergehen, dass wir hoffentlich ein paar Ressourcen kriegen. Nicht viel, ihr werdet nichts verpassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und gucken mal, was wir hier noch machen können. Und wenn wir hier nicht mehr großartig was machen können, dann überlegen wir, ob wir quasi die zweite Staffel starten. Ja, die dann die eigentliche richtige Staffel ist. Wir haben jetzt so ein bisschen reingefühlt, wie ist das Timing, von welchen Gebäuden und so weiter. Und dann gucken wir mal, oh, vielleicht müssen wir das und das zuerst machen und das vielleicht dann und dann das auch noch das mit denen. Ja, das ist im Moment mein Plan. Ich hoffe, es gefällt euch so. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war der Fischkopf. Bis dann und tschüss.